Oh, was wollen Sie? Hat sie noch weitere Informationen? Sie hatten erwähnt, in der Vault 21 aufgewachsen zu sein. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Die meisten, Okay, das können wir auch schon. Warum haben Sie solche Angst vor Mr. Houses Aufträgen zu hören? Wo liegt das Problem? Es ist dieser Ort. Meine Inspiration lässt nach und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich kann die Wärme nicht mehr fühlen. Okay. Moment. Oh, was wollen? Was ist Ihre Geschichte, Michelangelo? Naja, da gibt es eigentlich nicht viel. Vault 21 war mein Zuhause, mein liebstes Zuhause. Ich verließ es, um die Außenwelt zu erkunden. Anfangs war sie ein echtes Wunder. Meine Inspiration sprudelte und machte Mr. House auf mich aufmerksam. So bin ich an diesem Ort gelandet. Sie haben wohl Schwierigkeiten mit Mr. Houses Aufträgen. Es ist dieser Ort. Ja, okay. Ich glaube, mehr bekommen wir nicht aus ihm heraus. Wir haben ihn mal nicht angelogen. Ich habe da jetzt auch keinen besonderen Grund gesehen. Ach Mensch. Die unzähligen Leuchtreklamen. Ich glaube, wirklich viel mehr werden wir hier nicht machen können. Aber schön, dass wir uns hier mal umgesehen haben. Hier oben vielleicht auch noch einmal. Werkzeugschrank. Oha. Ich weiß zwar nicht, wohin die Reise führt, aber wir können uns ja mal umsehen. Akupa? Achso, A Cup of Joe. Wahrscheinlich. Nein! Verdammt. So viel dazu. Moment mal, können wir nochmal mit ihr hier sprechen? Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Dann eben nicht. Hallo. Okay, wir lassen den guten Michelangelo mal in Ruhe. Schöner Künstlername übrigens. Okay. Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Ja, hat mich sehr gefreut. Hallo. Willkommen zurück. Brauchen Sie irgendwas? Nee, was ist das für ein Sie haben Ort? uns. Ja. Okay. Und tschüss. Und hier ist auch Ende Gelände. Wortwörtlich. Die RNK. Kann ich behilflich sein? Ich suche nach Botschafter Crocker. Sie finden ihn im Hauptgebäude der Botschaft, hinter dem Tor und dann nach links. Was ist das für ein Ort? Das ist die RNK-Botschaft. Unser kleines Stück Himmel mitten auf dem Strip. Ah Im ja. Hauptgebäude finden Sie die Verwaltung. Das andere Gebäude ist das Hauptquartier der Feldjäger auf dem Strip. Was geht auf dem Strip vor sich? Das Übliche. Soldaten besaufen sich und machen dann Ärger, als ob das eine Überraschung wäre. Ich habe auch vor, mich zu besaufen, sobald meine Schicht vorbei ist. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Spaß im Gomorra. Dann auf Wiedersehen. Sir? Man sieht sich. Okay. Die Offiziere aus der Botschaft haben Sie schon erwähnt. Hi. Hey, willkommen an Hi. Bord. Was ist das da für ein süßes Ding? Lust zu teilen? Tja, spricht er jetzt über den Hund oder über unsere gute Cass hier? Ich sag's Ihnen, mit diesem Angriff auf die Einschienenbahn stimmt was nicht. Ja, ich war dabei. Wenn Sie sich melden wollen, dann gehen Sie zur Botschaft. Anscheinend sind wir ja schon in der Botschaft, RNK-Botschaft, okay. Ja, sehr interessant, dass es hier sogar eine Botschaft gibt, aber warum denn nicht? Ich sehe Feldjäger die Treffen. Hauptquartier. Aber wo finde ich die Bruderschaft? Ich hatte gehofft, dass wir die hier auch noch finden können. Naja. So. Gut gemacht da draußen. Dankeschön. Terminal, ja, die lassen wir einfach mal. Wobei, man kann ja auch immer sehr interessante Informationen erlangen. Sehen wir mal nach. So. Hoch. Calling. Playing. Natürlich. Das kann dauern. Ja. Ich warte. Hallo. Das dauert immer Ewigkeiten. Manchmal. So. Chatting, Sparing, Journal.
Journal war nah dran. Da läuft eine herrliche Country-Musik. Ja. Boah, komm schon. So. Leaving. Reasons. Letting. Wie steht eigentlich unser Karma? Vegas-Mythos. Und immer noch neutral. Hey. Warum nicht? Also in Fallout 3, da war ich schon wesentlich schneller. Auf einem ich sag's Ihnen, guten Karma. Mit diesem Angriff auf die Einschienenbahn stimmt. No. Komm, lass mich in Ruhe. Staying enemies. Ja. Jawohl. So. Strip Sicherheitshinweis. Ich habe einen Anstieg der Schmuggelaktivitäten nicht zugelassener Gegenstände auf dem Strip bemerkt. Ich lasse die Sicherheit an den Kontrollpunkten verschärfen, um dies künftig zu unterbinden. Ein Bericht darüber ist über Lisa an Botschafter Crocker gegangen. Feldjäger Schichtbericht. Schichtbericht der Feldjäger. Zwei betrunkene Soldaten haben auf dem Strip randaliert. Feldjäger gingen dazwischen und konnten die Situation entschärfen, bevor Securitrons auftauchten. Eine Meldung über verdächtige Aktivitäten in der Nähe des Lucky 38 gingen ein. Ein Mann soll dort mehrere Bäume umarmt haben. Was? Ein Mann soll dort mehrere Bäume umarmt haben. Okay. In der Lobby des Tops schlief ein Mann seinen Rausch aus. Eine Frau meldete, ein Betrunkener habe sich in den Brunnen vor dem Ultralux übergeben. Vor Ort eintreffende Feldjäger konnten den Mann nicht finden. Feldjäger gingen der Meldung nach, hinter der Las Vegas Station habe sich eine junge Frau selbst Handschellen angelegt. In der Nähe des Gomorrah beendeten Feldjäger einen Streit zwischen Zwillingsbrüdern. Die Brüder gaben an, sich wegen einer der Tänzerinnen des Gomorrah gestritten zu haben. Natürlich. Truppverhaltensbericht. Es gab erneut Ärger mit Private Irwin. Seine Späße gehen mir allmählich etwas zu weit. Mit der nächsten Beschwerde buchte ich den Burschen ein. Jetzt hab ich dich. Mit mehr Fums. Wow. 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 Okay. Okay. Moment, automatischer. Ich lade nochmal. Was zum Teufel? Wenn Sie sich melden wollen, dann gehen Sie zur Botschaft. Ja, natürlich. Werden wir direkt angegriffen und Cass hat ihn einfach eiskalt abgeknallt. Ist hier jemand? Tatsache, da ist jemand. Der ist aber erstaunlich adrett gekleidet. Okay. Der konnte mich doch unmöglich sehen. Also ernsthaft. Okay, ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt wieder ein anderes Passwort hier... Passion. Moment, aber wenn wir neu laden... Was war denn überhaupt das Passwort? Warning war schon nah dran. Verdammt. Ich weiß nicht, ob er... Ich nehme an, er hat uns direkt gesehen. Okay. Ja, komm, Beilung. Ich meine, dauert das so lange jetzt? Ah, okay. Ja. Ich klicke mich nochmal kurz durch. So. Ich nehme an, wir werden jetzt nicht angegriffen, weil wir nicht dabei ertappt worden sind. Das habe die Ehre. Okay, sehr schön. Das wollte ich hören. Wir gehen mal in die Botschaft. Da sind wir sicher. Hoffentlich. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich hier noch irgendwo die Bruderschaft finde. Hier gibt es wohl auch nicht mehr viel. So. Oh. Okay. Die beiden folgen mir. In die RNK-Botschaft. Hallo? Willkommen in der RNK-Botschaft. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach dem Botschafter. Botschafter Crocker finden Sie in seinem Büro. Gehen Sie durch die Tür zu meiner Rechten am Ende des Ganges. Was können Sie mir über die Botschaft erzählen? Die Büros der Botschaft finden Sie zu Ihrer Linken, die Kaserne und den Wohnbereich zu Ihrer Rechten. Wenn Sie Geschichtsunterricht nehmen wollen, empfehle ich ein Gespräch mit dem Botschafter Crocker. Mhm. Erzählen Sie mir von sich. Ich habe nicht die Zeit, jedem meine Lebensgeschichte zu erzählen, der vorbeikommt. Schade.
Hätte ja sein können. Irgendwas helfen? Ja. Sir? Ich wollte ja nur fragen. Willkommen in Vegas. Benehmen Sie sich. Okay. Zahlen bringen Quallen. Ja, ja. Ach Mensch, beim Training. Anscheinend gehört Prim jetzt uns. Das sehe ich gerne. Ich würde trotzdem lieber Urlaub auf dem Strip machen. Ja, wir sind doch hier auf dem Strip. Habe die Ehre. Ich habe gehört, Sie treffen sich mit Mr. House im Lucky 38. Sie halten sich sicher für jemand ganz Besonderen, nicht wahr? Ja. Besonders oder nicht, machen Sie keinen Ärger. Und noch wichtiger, stehen Sie mir nicht im Weg rum. Wow. Was geht auf dem Strip vor sich? Dasselbe wie immer. Wir behalten die Soldaten im Auge, damit sie nichts Dummes anstellen. Der einzige Dumme in letzter Zeit war Private Irwin. Der macht mir langsam mehr Ärger, als er wert ist. Ich würde gerne mehr über Sie erfahren. Gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe genug damit zu tun, auf die Soldaten und den Strip aufzupassen. Das ist mein Job und den werde ich erledigen. War das alles? Ich habe noch einiges zu tun. Was können Sie mir über den Botschafter erzählen? Crocker ist in Ordnung. Meist bleibt er in seinem Büro. Wenn Sie Fragen zur Botschaft haben, ist er Ihr Mann. Er wird Ihnen ein Ohr abkauen. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, okay. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich will hier mal vorbei. Achso, wir können noch mal mit Cass sprechen. Ich bleib, wo ich bin. Machen wir uns auf den Weg. Erst Vegas, dann die RNK und die Legion? Du bist ja begehrter als eine Witwe aus Redding. Oh ja. Hoffentlich bist du da auch immer schön freundlich. Ansonsten gibt es in der Mojave keinen Platz mehr, an dem du noch sicher bist. Ich gebe mein Bestes. Dann stell. Okay, sie hat auch keine weiteren Informationen mehr. So, folge mir. Okay, Tür. Einfach mal alles öffnen. Hier ist niemand. Hallo. Anscheinend gehört Prim jetzt uns. Ich würde trotzdem lieber Urlaub auf dem Strip. Ich hoffe, Rex macht keinen Ärger. Das Versagen bei der Sicherung der Einschienenbahn ist eine ungeheuerliche Peinlichkeit. Private Jake Irwin. Sie waren doch im Lucky 38. Ich wette, das war verdammt gruselig. Was kann ich für Sie tun? Was geht auf dem Strip vor sich? Wir Soldaten verbringen unseren Erholungsurlaub meistens auf dem Strip. Da kann man beim Zocken, Trinken, Feiern oder Kämpfen Dampf ablassen. Wenn Sie Spaß suchen, empfehle ich Ihnen das Gomorrah. Die Mädels dort sind wirklich nett, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich glaube schon. Erzählen Sie mir von sich. Was hat man Ihnen schon erzählt? Ich weiß, dass die Leute denken, ich wäre ein wenig wild, aber ich versuche nur etwas Spaß zu haben, wissen Sie? Nur weil ich mich gerne prügle und den Leuten Streiche spiele, heißt das noch lange nichts. Was wissen Sie über den Botschafter? Er ist ein wenig steif und bieder, kommt nicht so oft aus dem Büro und verkriecht sich immer hinter Papieren und Berichten. Ich wollte ihm schon immer mal einen Streich spielen, aber keine Chance, das zu schaffen, ohne dass ich Ärger mit Captain Pappas bekommen würde. Verständlich, ein Streich, sagen Sie? Ja, ich arbeite gerade an ein paar Ideen. Vielleicht weihe ich sie ein, wenn ich was habe. Was können Sie mir über Captain Pappas erzählen? Schöner Name. Sie ist schon sehr streng, aber dafür der beste Captain, den wir hier je hatten. Bei ihr wäre ich vorsichtig. Verscherzen Sie es sich nicht mit ihr. Wollen Sie eine Runde Karawane? Nee. Sir? Das muss nicht sein. Ah, Moment. Schalte mal das Radio ein. War das gerade Werbung für die Vault 21? So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Kampflos geben wir. Schön, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Die Musik, okay. Wiedersehen. Nicht auf. Das ist ja sehr dramatisch geworden. Okay, dann reden wir mal mit dem Botschafter. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann ich die Legion verlassen. Aber gefällt mir. Die Musik. Tür. Der Botschafter. Hier sind wir doch bestimmt richtig. So, tut mir leid. Okay.
Schön, dass Sie es geschafft haben. Es gibt da etwas, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Es handelt sich um ein sehr wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, dass Sie perfekt für die Aufgabe geeignet wären. Ich höre. Sie haben sicher schon gemerkt, dass die Situation hier etwas angespannt ist, aufgrund der Probleme zwischen RNK, Legion und Mr. House. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass da bald etwas Großes passieren wird. Ich will ehrlich sein, die RNK steckt in der Klemme. Aber wenn wir jetzt scheitern, leiden die Menschen hier am meisten darunter. Das werde ich nicht zulassen. Und ich halte Sie ebenso wenig für jemanden, der so etwas zulassen würde. Da hat er wohl recht. Sie haben meine Aufmerksamkeit, sprechen Sie weiter. Im Nordosten ist eine Siedlung. Die Leute hier nennen die Bewohner Rumser. Sie sitzen auf einem Munitionslager, das sehr wertvoll für uns wäre. Ich möchte, dass Sie mit ihnen in Kontakt treten und sie unbedingt dazu bringen, uns zu helfen. Leider bleiben die Rumser unter sich und sind Außenseitern gegenüber, sagen wir mal, feindlich eingestellt. Deswegen brauche ich jemanden wie Sie. Jemand mit Ihrem Hintergrund und Ruf hat eine bessere Chance, Sie zu erreichen, als der Rest der Leute, die mir zur Verfügung stehen. Für Ihre Hilfe erhalten Sie eine umfassende Amnestie für Ihre bisherigen Verbrechen gegen die RNK, sowie zusätzliche Leistungen und Vorteile. Denken Sie, Sie könnten das für mich tun? Welche Verbrechen denn? Ich habe noch nie irgendetwas gegen die RNK gemacht. Ich finde Sie und spreche mit Ihnen. Vielen Dank. Kommen Sie wieder, wenn Sie mit Ihnen gesprochen haben und lassen Sie mich wissen, ob Sie uns helfen werden. Ja. Dinge, die Rums machen. Ich wollte mit Ihnen über die Rumsau sprechen. Danke sehr. Denken Sie daran, wir brauchen Ihre Ressourcen als Unterstützung in der bevorstehenden Schlacht. Tun Sie, was auch immer erforderlich ist. Aha, sprechen wir über Sie, Botschafter. Sie interessieren sich also für Politik, was? Nun, setzen Sie sich und machen Sie es sich gemütlich. Ich bin jetzt schon eine Weile in der Politik. Das war schon immer mein Traum, schon als Kind. Irgendwie fühlte ich mich dazu hingezogen. Ich begann meine Karriere vor mehr als 20 Jahren als Bürgermeister in der RNK. Von da aus arbeitete ich mich nach oben. Ich leitete Präsident Kimbels ersten Wahlkampf für einen Sitz im Rat. Ich schätze, deswegen habe ich diesen Botschafterposten. Ich bleib einfach mal stehen. Interessant, sprechen Sie weiter. Ich wurde vor 7 Jahren auf diesen Posten gewählt. Ich bin der 3. RNK-Vertreter hier in Vegas. Ich hatte auf dem Weg zwar einige Höhen und Tiefen, aber ich würde den Posten gegen nichts in der Welt eintauschen. Das war's. Wollten Sie noch was wissen? Ich würde gerne mehr über die RNK erfahren. Ich kann Ihnen eine kurze Geschichtsstunde geben, wenn Sie das wünschen. Im Jahr 2274 entsandte Präsident Kimble die Armee der RNK in die Mojave, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und zu reparieren. Ranger und Armeekundschafter hatten bestätigt, dass der Damm praktisch unbesetzt war und betriebsbereit gemacht werden konnte. Bei der Ankunft am Damm stellte man jedoch fest, dass er von einer großen Truppe aus Stammesangehörigen und Robotern besetzt war. Dies war unsere Vorstellung bei den 3 Familien, den Securitrons und natürlich Mr. House. Mit seinen Securitrons als Unterhändlern bat Mr. House um Verhandlungen. Er behauptete, seine Truppen hätten den Hoover-Damm besetzt, um ihn für unsere Ankunft zu sichern. Und dass er zur Übergabe bereit war, wenn wir uns einigen können. Diese Bedingungen wurden der Vertrag von New Vegas. Der Vertrag bestätigte Mr. Houses Souveränität über den Strip und erlaubte uns die Einrichtung von Militärbasen am Damm und am Flughafen McCarran. Die RNK hat das Recht, 95% der vom Damm produzierten Elektrizität an unsere Heimatstaaten zu schicken. Die übrigen 5% gehen an den Strip. Der Vertrag macht es eigentlich illegal, dass die RNK ihre Bürger oder Soldaten auf Urlaub am Besuch des Strips hindert. Sobald sie auf dem Strip sind, können unsere Bürger durch House Securitrons verhaftet oder bestraft werden, obwohl das selten vorkommt. Unsere Soldaten haben einen anderen Status. Gegen sie dürfen die Securitrons nicht vorgehen. Natürlich ist es unseren Soldaten auch nicht gestattet, Feuerwaffen auf dem Strip zu tragen. Also können sie kaum in Ärger geraten. Unsere Feldjäger tragen ihren Teil dazu bei, Soldaten auf Urlaub in Zaum zu halten. Ich beneide sie nicht um die Aufgabe. Die Botschaft wurde 2 Wochen nach der Unterzeichnung des Vertrages eingerichtet. Im Prinzip hat uns Mr. House eine Bruchbude vermacht, die er nicht renovieren wollte. Ich bin der 3. Botschafter auf diesem Posten und wohl der 1., der seine Beschränkungen akzeptiert. Meine Vorgänger waren besessen davon, die Annexion der Mojave in die Wege zu leiten. Sie dachten, sie könnten Mr. House zur Mitarbeit bewegen. Ich habe noch nie mit dem Mann gesprochen oder was immer er ist.
Vielleicht wird sich die Lage ändern, wenn wir die Legion endgültig besiegt haben. Tja, die Legion zu besiegen wäre kein schlechter Anfang. Aber ich kann Mr. House auch verstehen. Also er hat eben die alleinige Macht über den Strip in gewisser Maßen und ist auch unantastbar. Er ist wirklich unantastbar. Ich meine, selbst wir waren im Lucky 38 Casino und selbst wir haben ihn ja nicht persönlich getroffen. Und das will schon was heißen. Sprechen Sie weiter. Jetzt sorgen wir hauptsächlich dafür, dass die Bürger und Soldaten der RNK vor Ort sich aus Ärger heraushalten. Aber das ist Captain Papas Aufgabe. Jetzt sorgen wir hauptsächlich dafür, dass die Bürger und Soldaten der RNK vor Ort sich aus Ärger heraushalten. Aber das ist Captain Papas Aufgabe. Ja. De Papas und Mamas. Was geht auf dem Strip vor sich? Immer dasselbe. Glücksspiel, Prasserei, Alkoholmissbrauch. Hier finden Sie alles. Ich bin für sowas allerdings mittlerweile zu alt. No. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie mit den anderen Männern hier reden. Ich komme derzeit kaum noch aus dem Büro. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Interessant. Ich glaube, wir können wieder gehen. Präsident Kimball. Tja. Und wir wissen immer noch nichts über... Hallo. ...die stählerne Bruderschaft. Ich glaube, er hat gerade meinen Hund gegrüßt. Okay. Ah. Überlegst du immer noch, wo du dein Zelt aufschlagen willst? In der RNK, bei der Legion und in Vegas stolpert man mit jedem Schritt über einen Fallstrick. Na schön. Okay. Oh, Radio. Na schön. Tja, und das war dann wohl... der Strip von New Vegas. Wirklich viel mehr können wir hier nicht erkunden. Und ich frage mich immer noch, Aufgaben... Schweigen ist Gold. Dinge, die Rums machen. Wir dürften jetzt auch einige neue Örtlichkeiten auf der Karte haben. Denke ich. Die wir noch bereisen müssen. Vault 3. Red Rock Canyon. Die hatten wir ja schon auf der Karte. Quarry Junction. Black Mountain. Hidden Valley. Ranger Morales Leiche. Ach ja, stimmt. Die können wir ja auch noch bergen. Das Fort. Ah ja. In dem wir auch ein Gehirn finden können. Bitter Springs und Ranger Station Bravo. Nellis Air Force Base. Wo fangen wir denn hier an? Und hier war geplünderter Greifengüterkarawanne. Genau. Weiter in die Richtung hier. Was haben wir denn sonst noch so? Ich habe keine Ahnung. Dynamit. Okay. Also ich würde mich jetzt nochmal gerne hier im Strip umsehen. Für die Anhänger der Apokalypse einen Zugangspunkt zum Datennetzwerk des Lucky 38 anzapfen. Und das ist dann... Ja, ich weiß nicht. Also ich würde der Apokalypse theoretisch schon gerne helfen. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. Ich kenne das ganze Lied nicht mehr. In Kalitos Auftrag mit Joanna, das würde ich noch gerne machen. Schweigen ist Gold. Ja, ins Zimmer kommen wir ja nicht. So. Machen wir das noch. Achso, ja, mir fällt gerade an. Entschuldigung. Danke. Die stählerne Bruderschaft kennenlernen. Aber wo? Wo können wir die stählerne Bruderschaft kennenlernen und die Großkarne? Namens Lanius, der Caesars oberster Offizier sein soll.
Einer schilderte, wie der Legat den Kommandanten eines Trupps, dessen Leistung nicht seinen Erwartungen entsprach, vor versammelten Truppen totschlug. Aha. Er befahl der Legat 9/10 seiner eigenen Truppe, das restliche 10. zu töten. Und sie ihr Chef sei ein Fiesling. Das heißt doch immer, keine Nachrichten seien gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre schrecklich müde, wenn das so wäre. Hidden Valley. Also an irgendeinem dieser Orte dürften wir die Bruderschaft finden übrigens. So. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal weiter. Das war nochmal ein Skomora. Wir haben einige Möglichkeiten jetzt. Also wir haben natürlich unzählige Nebenmissionen, die ich... Mit mir hast du die beste Zeit deines Lebens. Ja, ich gehe ja schon ins Casino. Wir haben jetzt wirklich unzählige Möglichkeiten und neue Nebenaufträge. Ja. So. Okay. Hey, niemand außer Okay, die Waffen werden mir wieder abgenommen. Bitte sehr. Wir hätten vielleicht eine behalten sollen. Okay. Achso, ja. Schalte mal das Radio aus. Das wird etwas verwirrend. Okay. Und wir müssen jetzt Orte anzeigen. Lokale Karte. Zum Hof müssen wir. Okay, wir haben sie wirklich auf dem Hof getroffen. Ich freue mich, ich weiß nicht wieso, ich freue mich immer wieder, wenn ich hier bin. Besonders wegen den Tänzern hier. Grandios, wirklich. Moment. Du schon wieder? Was zum Teufel willst du? Mit ihm können wir wohl nicht mehr machen. Okay, wir gehen in den Hof. Genau, und reden nochmal mit Joanna. Dazzle? Wir können gerne querfeld eingehen, wenn wir noch Muni haben. Und Whisky. Ja. Ob das mit dem Whisky etwas wird? Sie hier auch nicht. Ich sehe mich nochmal um. Wir finden sie schon noch. Ja, der Pfeil führt mich auch in diese Richtung hier. Es scheint richtig zu sein. Ich glaube, sie ist es. Tatsache. Schönen guten Tag. Hey, Baby. Ich wusste, du würdest bald wiederkommen. Okay, mit ihr hatten wir schon gesprochen. Ich habe eine Nachricht für dich von Kalitos. Was? Hast du ihn gesehen? Hast du mit ihm geredet? Natürlich. Kalitos, will dich hier rauskriegen. Ich würde gerne... Ja. Hier können wir nicht reden. Wenn du mir helfen willst, dann komm bitte mit auf mein Zimmer. Da sage ich nicht nein. In Ordnung, gehen Sie voran. Komm mit, Schätzchen. Ja. Ihre Augen sehen auch echt übel aus. So. Jetzt denken alle falsche Dinge über mich. Kess kann ja mitkommen, da habe ich keine Probleme. Ah ja. Okay. Unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Aha. Läuft die nun wieder? Ich bin verwirrt. Darüber sollten wir uns auch nochmal erkundigen. In ihren Räumlichkeiten waren wir ja auch schon. Ach schön. So. Jetzt können wir uns auch unterhalten. Will ich hoffen. So. Ja, Joanna. Okay. Hey, was läuft denn so? Ich wollte mich unterhalten. So, ich möchte über Kalitos sprechen. Ja? Kalitos möchte sich hier rauskriegen. Wirklich? Das ändert alles. Ich kann meine Mädchen nicht hier lassen. Und wohin sollten wir, selbst wenn wir entkommen? Nein, es ist zu riskant. Wir würden alle dabei draufgehen. Vertrau mir, ich passe auf dich auf. Oh. Du bist dir so sicher. Mann, ich hoffe, ich bereue das später nicht. Aber die Omertas werden uns tot sehen wollen. Wie sollen wir ihnen entkommen? Du wirst sie nie wiedersehen, darauf gebe ich dir mein Wort. Okay. Frei zu sein und mit Kalitos zusammen. Sag ihm, dass ich ihn immer noch... Ach, vergiss es. Sag Kalitos, dass wir bereit sein werden, wenn du es bist. Oh, keine Angst, ich werde ihm sagen, dass du dich freust, von ihm gehört zu haben. Joanna hat sich dazu entschieden. Okay, Moment.
Vielen Dank für deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay, bis bald. Okay. Ah ja, Stufenaufstieg. Willkommen auf Stufe 16. Und zwar, genau, erstmal Sprache noch weiter erhöhen. Feilschen auch gerne. Wobei ich jetzt nicht alle Punkte für Feilschen aufbrauchen will. Sprengstoff, Wissenschaft, Energiewaffen, Schusswaffen. Machen wir Energiewaffen mal auf 40. Überleben. Überleben habe ich auch eigentlich noch nie aufgewertet. Die Fertigkeit Überleben erhöht die Trefferpunkte, die sie durch Essen und Trinken erhalten. Ja gut, das bringt ehrlich gesagt auch relativ wenig. Schleichen hatte ich auch teilweise aufgewertet. Reparieren Nahkampfwaffen. Machen wir das mal. Gut, ein Extra. Und zwar haben wir neue Dinge bekommen. Action Boy. Mit dem Extra Action Boy erhalten Sie 15 weitere Aktionspunkte, die Sie im Watz-Modus verwenden können. Ich glaube, wir haben in dieser Aufnahme noch nicht gekämpft. Ganz am Anfang nur. Ich glaube nur ganz am Anfang. Ja, stimmt. Aber das würde ich nicht wirklich kämpfen nennen, weil da konnte ich nicht wirklich viel machen. Händchen für Waffen. Die für Waffen benötigte Stärke ist nun 2 Punkte niedriger für Sie. Spezial. Mit dem extra Spezial können Sie eine vierte Fertigkeit als Spezialfertigkeit auswählen, wodurch diese Fertigkeit sofort um 15 Punkte erhöht wird. Moment. Eine vierte Fertigkeit als Spezialfertigkeit auswählen, wodurch diese Fertigkeit sofort um 15 Punkte erhöht wird. Ja, vielleicht. Okay, schneller Stoffwechsel. Sehen wir nochmal die anderen Fähigkeiten an. Gesundheitsbonus. Robotikexperte. Nordwood. Der nächste Nordwood erhöht sich ihre Stärke auf 10 und ihre Schadensresistenz um 50%, wenn ihre Gesundheit auf 20% oder weniger sinkt. Klingt zumindest ganz interessant. Heller Kopf. Dem Rang des Extras Heller Kopf erhalten sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Definitiv auch nicht schlecht. Fertigkeit wählen. Ah ja, okay. Überleben, Wissenschaft, Waffen. Das heißt, wir erhalten jetzt direkt 15 Punkte auf die Fertigkeit, die wir auswählen. Und Dietrich, Schuss, Waffen und Sprache hatten wir anscheinend schon am Anfang gewählt. Reparieren, Schusswaffen, Wissenschaft. Oh, schwierig. Sehr schwierig. Hat sich das denn gelohnt? Ah, zurücksetzen kann ich auch nichts. Okay, also dann könnte ich ja theoretisch Wissenschaft direkt auf 65 erhöhen. Oder Sprengstoff auf 41. Was eben zumindest für ja, Raketenwerfer und für Fatman wäre eben Sprengstoff sehr wichtig. Reparieren, Nahkampfwaffen, Medizinfallschirm, Energiewaffen. Energiewaffen, das wäre auch nicht schlecht. Jetzt direkt 55 auf den Energiewaffen zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nehme das jetzt einfach mal. Hey, was läuft denn so? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ja. Auf Wiedersehen. Okay, bis bald. Ja, tolles Gespräch. Okay, wir können jetzt Folgendes machen, Aufgaben. Jenna hat sich dazu entschieden, aus dem Gomorra zu fliehen. Mit Carlitos über ihre Entscheidung sprechen. Dann machen wir das mal. So. Mir nach, Gefolgsleute. Dann reden wir nochmal in Vault 21 mit Carlitos. Und können hier eine kleine Aktion vorbereiten. Sollen wir das jetzt machen? Wir haben wirklich mannigfaltige Nebenmissionen noch offen. Ah ja. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Okay. Einmal hier entlang. Diese ekelhaften Spielesüchtigen. So. Okay. Wir erhalten auch wieder unsere Waffen. Ich würde ja gerne die Bruderschaft ausfindig machen. Sehr gerne. Na, hallo?
Ach Mensch, hier ist auch noch die... Hey, Sie. Oh. Kleiner Rat von mir. Sie sehen aus, als könnten Sie etwas zum Schutz gebrauchen. Ich kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. Mr. Holdout. Womit ich handle? Mit allen möglichen Waffen, die leicht zu verbergen sind. Damit kommen Sie problemlos in jedes Casino. Aha. Waffen, die leicht zu verbergen sind? Ja, kleine Pistolen oder Messer. So Zeug fällt den Wachen nicht auf, wenn sie einen filzen. Meinen Sie, Sie könnten größere Waffen an den Wachen vorbeischmuggeln? Hm. Warum sollte ich eine Waffe an meinem Körper verstecken müssen? Warum? Ganz einfach. Man darf keine Waffen ins Casino mitnehmen, darum. Die nehmen einem alles ab. Sie sagen zwar, dass man später alles wiederbekommt. Aber ich habe lieber eine kleine Versicherung dabei, wenn meine Kronkorken auf dem Tisch liegen. Da stand eben Kornkorken. Okay. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Sie sind nicht gerade gut fürs Geschäft. Deshalb muss ich leider ein bisschen was auf die Preise aufschlagen. Natürlich. Die Rasiermesser. Silenced .22 Pistole. Aha. Springmesser. Starre Schlagring. Ich kaufe die hier mal. 61 Deckel. Moment, das ist doch... Ja, ich kann die ja beide kaufen und dann miteinander reparieren. Ich nehme mal beide. So. 22 LR Patro... Habe ich schon welche davon? Ja, verdammt. Verdammt. So. Ach, meinetwegen. Wir haben genug. Man weiß nie, für was man so eine Waffe gebrauchen kann, Leute. So. Ich muss... Ja, hier lang. Genau. Okay, dann reden wir nochmal in der Vault 21 mit unserem Kollegen. Und dann steht uns eigentlich einiges offen. Wir müssen früher oder später mit Caesar reden. Das ist dann wohl auch Teil der Hauptmission, nehme ich an. Also eben mit Caesar sprechen und dann wahrscheinlich Benny stellen und endlich den Chip erlangen. Ich nehme an, also ich bin mir nicht sicher, aber wenn wir den Chip haben, ist dann die Hauptgeschichte schon beendet. Das könnte sein. Also ich nehme an, es wird noch etwas dauern, bis wir dann wirklich den Chip haben. Also das wird jetzt nicht von einem auf den anderen Moment gehen. Aber anscheinend ist das ja zumindest jetzt gerade unsere Hauptmission. Und es wirkt ja so. Wir verfolgen ja eigentlich nur Benny. Das war ja eigentlich unsere Intention, unser Ziel. Sarah! Schön, Sie wiederzusehen. Okay, Moment, wir können uns erstmal hier einschleimen. Die Voltrüstung. Wissen Sie, Leder ist meine Spezialität. Reißverschluss auf, erhitzen und Politur einreiben. Wirklich? Nun, ich weiß nicht mal, was ich darauf antworten soll. Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Dann sagen Sie nichts. Alleine schon, wenn Sie nicken, sehen Sie gut genug aus. Aber mir ist auch aufgefallen, der Text hier hat sich verändert. Wir haben jetzt Sprache 65 von 75. Wenn wir 75 haben, dann können wir sie... Naja, verführen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sehen uns. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, Leute. Keine Ahnung. So, Cass. Wir wollen aber immer noch mit unserem werten Herren sprechen. Und zwar in diese Richtung hier. Stimmt, und dann wohl... Ja, genau. Wollte die R&K, dass wir bei Caesar infiltrieren, oder wollte das Mr. House? Wer wollte das denn? Keine Ahnung. Irgendjemand wollte, dass wir in die Legion infiltrieren. Wir haben ja eine Einladung, von dem her. Also wirklich infiltrieren würde ich ja nicht mal sagen, wenn wir eine persönliche Einladung von Caesar haben. Hochwohlgeboren, dero Gnaden. So, da haben wir ihn. Glaube ich. Hey. Ja. Hey, Sie sind es. Was gibt's Neues? Einiges. Ich möchte über Joyner sprechen. Hey, das ist super. Was ist dort los? Okay, Joyner freut sich, von Ihnen zu hören und möchte aus dem Gomorrah entkommen. Sie will? Hören Sie zu, wir haben keine Zeit zu verlieren. Helfen Sie ihr nach Freeside. Das ist unser Ticket aus dieser verdammten Stadt. Ich treffe Sie dort zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang. Aber wir könnten Rückendeckung brauchen. Wir haben nur diese eine Chance, verstehen Sie? Diese Leute in Freeside sind gut, klar? Sie schulden mir richtig was. Sagen Sie denen, Carlitos löst seine Chips ein. Die wissen dann, was zu tun ist. Alles klar. Wie kriegen wir sie aus dem Gomorrah heraus?
Sie wird sich verkleiden müssen. Um Mitternacht ist das Gomorrah voll und die Türsteher merken es nicht, wenn ein weiterer Gast den Laden verlässt. Wohnfreezard will sie uns treffen. Ich werde am Eingang sein, aber ich halte mich versteckt. Die Omertas haben Kontakte und die suchen immer noch nach mir. Mhm. Meine Unterstützung hatte ihren Preis. Ja, wir helfen ihm mal. Also, gegen Kronkorken sage ich definitiv nichts, aber ganz ehrlich, etwas positives Karma kann nicht schaden. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich will ihm helfen. In Ordnung, bis später. Okay, ich bin dabei, Kollege. Das heißt also, optional Kalitos empfiehlt, vor dem Fluchtversuch für Unterstützung zu sorgen. Die zwei Söldner finden, die ihm noch etwas schuldig sind. Ach so. Kalitos will sich zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang mit Joanna in Freeside treffen. Joanna den Plan erklären. Ah ja. Moment, dann organisieren wir das erstmal. Und zwar müssen wir dann Richtung Freeside, nehme ich an, und zu Joanna einmal. Dann können wir das nämlich organisieren. So, Cass, du kommst mit. Immer dieses Gelächter. Das sind aber diese typischen Hintergrundgeräusche, die in Film und Fernsehen verwendet werden. Funk und Fernsehen. So herum. Naja. Bin ich hier richtig? Nee. Nein. Definitiv nein. Wo bin ich denn hier? Aha. Vault 21 Kontrolle. Vault Sicherheit. Zugriff verweigert. Lebenserhaltungssystem. Aha. Ja. Hat ja viel geklappt. Wo lande ich hier? Ah ja. Hier können wir direkt wieder nach oben gehen. Okay, also Joanna erstmal den Plan ausrichten, dann Söldner besorgen, die uns helfen. Ist natürlich optimal, denn wenn wir mehr Hilfe haben. Na, hallöchen, Sarah.